Eigentlich sollte der Umbau am 1. April beendet sein, da unser Stellplatz erst dann bezugsfertig sein sollte. Den Umbau hätte ich geschafft, jedoch wurde der Starttermin für unseren Stellplatz auf den 15. April verschoben, so haben wir noch etwas Zeit gewonnen. Wie ist nun Stand der Dinge? Das Bad ist soweit fertiggestellt, das heißt Frisch- und Abwasser funktionieren. Der Kleiderschrank steht soweit auch bereit. Eine kleine Korrektur ist noch notwendig, da die Tür zurzeit etwas zu press sitzt und schließt. Aber das ist keine Raketenwissenschaft mehr. Dann noch der passende Anstrich und es müsste passen. Das Frischwasser in der Küche funktioniert bereits. Für das Abwasser anzuschließen, die Vorbereitung existiert, fehlt noch die Anschlussgarnitur mit Knick, damit die angedachte Schlauchführung realisiert werden kann. Auch hier fehlt zum Teil noch der Anstrich mit Kreidefarbe, aber alles der Reihe nach. Der Wohn- und Schlafbereich ist soweit fertig und kann im Echtbetrieb getestet werden. Der Oberschrank beherbergt schon Kleidung und Bettzeug. Wir bereiten uns derweil auf unseren Campingausflug vor. Alles muss verstaut werden und zum Teil an neue Plätze. Aber das wird schon. Nun gut, dass unser Vorzelt angekommen ist, denn das Wetter schlägt Kapriolen. Leider in drei Lieferungen und mit viel zu viel Verpackungsmüll. Also auf geht's an den Aufbau. Als erstes muss eine Kederschiene angebracht werden, denn der Bus hat natürlich keine Vorrichtungen. Dazu wird das bekannte Sikaflex verwendet. Immer wieder müssen Regenpausen abgewartet werden. Dann kommt doch noch die Sonne raus und wir können den Aufbau beenden. Die avisierten 15 Minuten haben wir nicht geschafft. Zu guter Letzt kann das Vorzelt eingerichtet werden. Eine ordentliche Mahlzeit haben wir uns wohl verdient. Für eine angenehme Wärme am Abend sorgt unsere Vorzeltheizung Cipro LC 130 Petroleumofen.